Ja, hallo und willkommen bei e-bike.com. Ich bin heute unterwegs zu meinem Fahrradhändler des Vertrauens, Mechaniker, und will mir jetzt mal ein Angebot einholen und auch nachfragen, wie es aussieht mit meiner Lenkererweiterung, die ich vorhab anzubringen, beziehungsweise meinem verstellbaren Lenkervorbau. Und da bin ich jetzt auf dem Weg zu. Dann bin ich auch mal gespannt, was das Ergebnis sein wird. Dann folgt jetzt das Intro. Bis gleich. So, meine Freunde. Ich habe meinen verstellbaren Lenkervorbau jetzt bestellt und laut der Aussage sollte das alles auch so funktionieren mit der Verkabelung und muss jetzt einfach nur warten, bis das Bauteil da ist, dann bekomme ich einen Anruf. Ja, dann muss ich wieder hier zurück und dann wird das Ganze dann verbaut. Und dann warten wir mal bis dahin ab. Ja, heute geht es mal darum, dass ich testen möchte, jetzt eine Akkuladung voll den Automatikmodus meines Highbikes. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Hier könnt ihr es jetzt sehen, habt ihr aktiviert mit Drücken der oberen Taste für mehr als 3 Sekunden. Aktivieren, deaktivieren. So habe ich jetzt aktiviert und jetzt will ich mal auf einer ganzen Akkuladung testen, wie weit ich mit dem Automatikmodus komme, weil die Hersteller haben sich dabei irgendwas gedacht. Die meisten sind der Meinung, dass dieser Automatikmodus mehr sogar an Akku verbraucht, weil er unnötigerweise dann immer in die höchste Stufe schaltet. Und das will ich jetzt mal bei meinem 625 Wattstunden Akku testen, wie weit ich damit komme. Ja, was sich auf jeden Fall schon mal feststellen lässt, dass der Automatikmodus, ungewohnt ist. Wenn man dementsprechend ein wenig stärker in die Pedale tritt, das wird dann automatisch dementsprechend auch den Modus angepasst und man ist dann automatisch ganz schnell in High. Und wenn man dann längere Zeit gar nicht mehr in die Pedale tritt, dann geht er in den Modus Eco. Ich zeige euch mal, jetzt bin ich schwach am Pedalieren und bin im Modus Eco. Jetzt trete ich mal ein bisschen stärker rein und zack, geht er von Standard direkt in High. Und wenn ich jetzt längere Zeit wieder nicht pedaliere, geht er wieder automatisch in Eco zurück. Hat natürlich dann auch den Effekt, dass man dann, wenn man dann längere Zeit nicht pedaliert hat und dann wieder anfängt zu pedalieren, erstmal vor so einer kleinen Mauer fährt, sage ich jetzt mal. Und ist eine Gewöhnungssache, ist eine Gewöhnungssache. Aber ich bin mal generell gespannt und fahre jetzt mal die nächsten Tage in diesem Automatikmodus und schau mal, wie weit ich mit dem Akku komme, ob ich dann mehr Verbrauch habe oder weniger Verbrauch habe. Gleichzeitig ist ja das ein 365-Tage-Doku und ich nehme euch mal mit heute zu meinem Friseur, denn meine Haare sind wieder lang und ich müssen mal wieder geschnitten werden. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euer E-Bike auch für Kurzstrecken nutzt oder nur halt fürs Wochenende oder zum Pendeln zur Arbeit. Wie nutzt ihr euer E-Bike? Das würde mich mal interessieren. So, die Fahrt zu meinem Friseur ist nicht weit. Das sind gerade mal 3 Kilometer. So, jetzt war ich beim Friseur und jetzt geht's weiter. Hab mir noch mal eben schnell beim Asiaten was geholt. Jam, jam, jam. Jetzt gibt's erstmal Mittag. Und wir haben eine Capri-Sonne. Wir haben einmal chinesisches Essen und jetzt suche ich noch meine Gabel. Meine Gabel. Ja, dann mal guten Appetit. Ja, und damit es euch nicht so langweilig ist, werde ich euch mal ein bisschen die Gondeln zeigen, die hier rauf und runter fahren. Ist bestimmt schöner, als den E-Bike-Turm beim Essen zuzusehen. Da, bitteschön. So, Mittagessen ist fertig, aber noch mit auf den Weg zu geben, hier mit dem Automatikmodus. Ja, das ist ein anderes Fahren, ist ein ganz anderes Fahren im Automatikmodus. Man muss sich da umgewöhnen,
Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich habe bei 1570 Kilometer angefangen und ja, mal schauen, wie weit ich komme. Mit normal Standardmodus bin ich hier in der Regel zwischen, wie gesagt, 80 und 100 Kilometer. Kommt aufs Wetter an, ist klar, auf die Temperaturen und auf die Touren, die ich da fahre. Aber wenn ich hier mit dem Automatikmodus Ähnliches schaffe, ist es für mich kein Mehrwert. Aber das erfahren wir dann erst, wenn der Akku leer ist. Ja, hallo meine Freunde. Ja, ich bekam einen Anruf. Verstellbarer Lenkervorbau ist da. Und mir wurde zugesagt, dass es dann auch mal ganz schnell montiert wird. Jetzt kam ich an und da wurde alles widerrufen. Mein hätte doch keine Zeit. Man könne das auch selber. Vorher wurde groß rum getönt. Ach, ist doch ganz wichtig, dass man hier was Besseres kauft für Sicherheitslevel 6, weil wenn er was montiert, dann sollte es dann auch schon dementsprechendes hohes Sicherheitslevel haben. Er montiert es ja, bla bla bla. So, jetzt komme ich an, hat er keine Zeit, hat mir ein teures Teil verkauft und ist glücklich. Aber dahin gehe ich nie wieder. Ja, das sind halt Kundenversprechen, die gemacht werden, ne? Um irgendwelche teuren Dinge an den Mann zu bringen. Und ja, war mir eine Lehre. Und zu diesem Fahrradladen, den ich hier auch nicht namentlich erwähnen will, werde ich nie wieder hingehen. Gott sei Dank gibt es ja in Berlin noch ein paar andere Fahrradläden. Und ich habe da auch einen im Blick, wo ich jetzt hinfahren werde, damit die mir den verstellbaren Lenkervorbau mal eben dran montieren. Weil das gehört einfach dazu. Man kann nicht erst versprechen, ja klar, ist kein Thema, dauert ja nur 10 Minuten. Und dann kommt man und bekommt die Aussage von wegen, ja nee, können wir nicht machen, haben wir keine Zeit für. Oder kann ich nicht machen, habe keine Zeit für. Das geht mal gar nicht. Bin echt stinkend sauer gerade. Weil wegen diesen Typen muss ich jetzt hier wieder durch die City rasen und mir da jemanden jetzt suchen, der für mich das mal eben montiert. Ja, geht mir nicht in den Kopf rein. Ja, dann hatte ich gestern Reifen bestellt. Die sollten heute da sein. Mit der festen Aussage, nein, kein Problem. Kein Problem. Morgen sind die da, Aber rufen Sie mal sicherheitshalber morgen nochmal an. Ne? So, jetzt rufe ich heute Morgen an und bekomme die Aussage, nö, Reifen sind nicht da. Die kommen aber erst morgen. Also doch nicht innerhalb von 24 Stunden. Wieder so eine Aussage, die kein Mensch gebrauchen kann. So, ich bin jetzt hier beim Fahrradeck und die haben mir jetzt aus der Patsche geholfen. Hab denen die Wahrheit erzählt, dass mir was Tolles verkauft wurde mit dem Versprechen der Montage und nicht eingehalten wurde. Und ich hoffe einfach, dass die mir dann helfen. Ja, haben sie auch gemacht. Sind jetzt dabei, den verstellbaren Lenkervorbau dementsprechend am Fahrrad zu montieren. Mit dem Hinweis, geh mal ein Käffchen trinken und dann machen wir das mal eben. Also das nennt sich Kundenservice, das ist toll. Und dann werde ich auch zukünftig nur noch hier hingehen, wenn ich irgendwas an meinem Bike habe. Und ich bin immer noch sehr aufgeregt und sehr aufgewühlt wegen dieser Geschichte. Aber nun gut, habe ich daraus gelernt. Die Reifen werden dann ab morgen montiert. Die kommen dann morgen an und ist übrigens auch die gleiche Fahrradhändlerkette, nur eine andere Filiale, wo ich dann die Reifen drauf machen lasse. Sind aber auch super nett und wie gesagt, in der Zukunft weiß ich dann, dass ich dementsprechend dann bei diesem Fahrradhändler bzw. Mechaniker machen werde, irgendwelche Änderungen an meinem E-Bike. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier mir ein Käffchen trinken kann. Dann bis später. Mein verstellbarer Lenkervorbau ist jetzt drauf und da habe ich jetzt aber auch erst im Nachhinein gesehen, dass der nur auf maximal 20%. Aber was soll's, jetzt habe ich ihn drauf und ja, es ist ein bisschen besser, aber nicht so viel besser, wie ich eigentlich gehofft habe, weil ich gedacht habe, dass er da mindestens auf 40 kann. Jetzt muss ich da erstmal mit leben und schau mal erstmal, wie weit ich jetzt damit klarkomme. Quack, der Bruchpilot. Ja, der war natürlich jetzt lange Zeit auch über Winter in der Garage, im Fahrradkeller. Der hat wieder seinen gewohnten, angestammten Platz jetzt bekommen und darf jetzt wieder hier mitwirbeln.
Ja, dann habe ich ja noch hier meinen Reichweitentest mit dem Automatikmodus und ich bin jetzt bei noch 27% Akku. Bin jetzt gefahren 1645 Kilometer. Gestartet habe ich ja bei 1570. 75 Kilometer habe ich jetzt schon geschafft. Normal in Standard würde ich auch zwischen 80 und 100 schaffen. Also ist schon vorauszusehen, dass es mir hier weder einen Vorteil noch einen Nachteil bringt, im Automatikmodus zu fahren. Beziehungsweise, ja, eher den Nachteil, sage ich mal, dass dann der Motor automatisch immer in Eco zurückgeht. Aber ich habe hier weder Akku gespart, noch habe ich hier mehr Verbrauch gehabt. Kommt auf das Gleiche aus, also plus minus null. Ja, wie gesagt, ich werde dann jetzt morgen mir die Reifen montieren lassen und dann werde ich dann mal eine längere Tour machen, so um die 50, 60 Kilometer, um das mal alles dann ausgiebig zu testen, wie es dann mit dem verstellbaren Lenkervorbau funktioniert, in Verbindung mit dem jetzigen Sattel, den ich noch habe. Und sollte das dann nicht funktionieren, werde ich mir noch hier dann definitiv noch einen anderen Sattel drauf machen lassen. Ja, wir haben es erreicht. Schaut selber. Und zwar, wir sind jetzt bei 16% angekommen und wir haben 1656 Kilometer. Bei 1570 Kilometer bin ich gestartet. Heißt also, ich bin mit einer Akkuladung, bin ich jetzt also 85, 86 Kilometer weit gekommen. Ja, das im Automatikmodus. Also, ganz ehrlich gesagt, das war jetzt für mich ein bisschen überraschend, weil ich habe gedacht, ich verbrauche mehr, also komme weniger als 80 Kilometer, so um die 70, war jetzt meine Schätzung. Auch viele von euch haben das ja natürlich bei der Umfrage getippt, dass ich hier deutlich mehr verbrauche oder auch definitiv mehr verbrauche. Ist jetzt nicht der Fall, war jetzt ein bisschen überraschend für mich. Ich bin jetzt hier bei, ja, eigentlich dem gleichen Verbrauch, als wenn ich jetzt die ganze Zeit hier auf die Stufe Standard gefahren wäre. Ja, so viel dazu. Und dann geht es demnächst weiter mit meinen neuen Schwalbereifen, die ich euch vorstellen möchte. Und da dürft ihr schon gespannt sein. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von Ewald.com zu verpassen. Es grüßt euch, euer Ewald.com. Bis dann. Ciao.